Liebe Stefanie, es freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für ein Feedback zum Kurs Confident into Leadership. Ich stelle dich kurz mal vor, Stefanie ist Werkstättenleiterin und deswegen sicherlich eine ganz besondere Klientin von mir, die einfach nur umringt mit Männern eigentlich arbeitet und auch einen sehr technischen Werdegang auch hat. Umso mehr hat es mich gefreut, dass du auch nach jahrelanger Führung an meinem Kurs teilgenommen hast. Ich glaube, du bist schon seit 4 Jahren Werkstättenleiterin, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Und dann nochmal das Confident into Leadership gemacht. Und ich glaube, ich kann schon vorwegnehmen, das Ergebnis davon war, der Job macht dir wieder Spaß und du hast richtig viel Spaß und Freude am Führen wieder entdeckt. Und das freut mich sehr. Hol uns mal kurz in deine Welt. Was machst du als Werkstättenleiterin? Wie viel Personalverantwortung hast du da? Was ist so deine Situation, mit der du gestartet bist in Confident into Leadership? Also eben wie gesagt, ich bin schon seit 4 Jahren Werkmeisterin im Bereich Hydraulik und Pneumatik. Also wir reparieren die Bremsen von der Straßenbahn und U-Bahn in Wien. Und ich habe aktuell 26 Mitarbeiter, davon 25 Männer, eine Dame habe ich inzwischen auch schon. Ja. Davon sind ein Dreiviertel von der Truppe ist weitaus älter als ich. Mhm. Ja, ich habe jetzt nachgerüstet mit sehr vielen jungen Mitarbeitern. Meine Aufgabe ist eigentlich Personalführung, also natürlich auch Auftragslage, wir müssen pünktlich liefern, wir müssen unsere Kunden zufriedenstellen, schon auch. Aber ich glaube, ich sehe meinen größeren Part darin, die Mitarbeiter so gut zu führen und so gut zu leiten, dass sie mir alles abkaufen und alles machen, was ich möchte. Okay. Ich habe in Situationen, wo ich sage, kommt einmal das Doppelte liefern, dass sie mir doch ein bisschen aus der Hand fressen und das auch noch machen. Ja, diesen Goodwill auch aufzubauen zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das war auch immer mein Erfolgsrezept als Führungskraft, einfach so beliebt zu sein als Chefin sozusagen bei den eigenen Mitarbeiterinnen, dass sie einfach auch einem entgegenkommen, wenn man es mal braucht. Also es ist ja immer eine zweiseitige Straße und nicht eine Einbahnstraße, die Führung. Mit welchem Anliegen und Ziel bist du in Confident into Leadership reingestartet? War total witzig, weil ich glaube, du hast das schon in deiner ersten Eröffnungsmail geschrieben. Was ist dein Ziel? Dein Sinn? Was möchten wir erreichen? Und ich bin dann lange gesessen, wirklich sicher eine Woche, und habe überlegt, was ist denn so mein Ziel eigentlich? Wo will ich denn überhaupt hin? Was möchte ich denn? Das hat mich lange beschäftigt und das war gerade in einer Phase, wo ich sehr ein bisschen demotiviert war, schon alles eingespielt war, alles ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil ich einfach meinen Job jetzt schon lange mache und einfach auch gut mache. Und ein bisschen lätschert habe ich mich gefühlt in meinem Beruf und haben wir dann als Ziel genommen, meine Energie einfach wieder zu finden, meine Energie zu finden und wieder so stark in den Job und in den Beruf und in den Tag zu starten, wie mich die Leute eigentlich kennen. Mhm, und mein Ziel war dann, motiviert zu werden wieder. Ja, und? Ziel erreicht? Ja, zum Leidwesen vielleicht meiner Mitarbeiter, weil ich haue sie jetzt um 5 Uhr in der Früh auch um. Aber ja. Das Energiebündel wurde unleashed sozusagen. Und ist wieder voll da. Sehr cool. Also das freut mich sehr, dass du dein Ziel einfach auch erreicht hast. Und auch, so wie ich gesagt habe, als erfahrene Führungskraft einfach auch schon zu profitieren auch vom Programm. Ja? Weil es einfach mehr ist als die Basic Führungstools, sondern es ist eine andere Perspektive auch auf das, was man sowieso im Alltag schon tut, um es auch nochmal zu reflektieren. Was war denn für dich so ein großes Aha-Erlebnis im Kurs? Also im Kurs waren viele Themen, die ich natürlich gekannt habe, auch von anderen Seminaren schon. Was mir wichtig war in dem Punkt war, mir fällt es oft schwer, weil ich auch sehr viele Werkmeisterkollegen habe. Ich habe sehr wenig, eigentlich gar keine Werkmeisterin in meinem Bereich, in meiner Ebene, mit der ich mich austauschen kann. Und auch in meiner Führung ist jetzt derzeit nur eine Dame über mir in der Referatsleitung, sonst nur Männer. Mhm. Und ich kriege oft manchmal auch das Gefühl, nicht gesagt, aber hin und wieder das Gefühl, dass ich Sachen falsch mache. Oder ich gehe sie anders an. Anders, ja. Und genau. Und in dem Kurs war für mich das Wichtigste, wie erkenne ich mich selber und was sind meine Stärken? Ich glaube, das war eines der zweiten Punkte, die wir durchgemacht haben. Stärken erkennen und Stärken nutzen. Und das war, glaube ich, das, wo man das Licht, der Licht wieder aufgegangen ist, wo man gedacht hat, das sind vor allem meine Stärken und so mache ich es eben. Und wenn ich es anders mache, na und, meine Werkstätte läuft, ich habe alle meine Komponenten, meine Lager sind gefüllt, meine Leute machen so ziemlich alles, was ich möchte,
Also hallo, das passt schon, wie ich es mache. Es ist schon in Ordnung so. Ja. Und genau das hat mir gefehlt und da habe ich mir am meisten mitgenommen, mich selber, meine Stärken wieder zu erkennen. Das ist wahnsinnig schön, wie du es formulierst. Und ich glaube, dieses Gefühl haben sehr viele Frauen tatsächlich in der Wirtschaft, wenn sie sich so anschauen, wie wird sozusagen geführt auch. Ja, und das entspricht nicht dem Bild, wie sie selber gerne führen möchten und leiten möchten. Und dann so sich irgendwie einbilden, sie müssten so sein wie die anderen. Und das ist einfach genau das, wie du sagst, bei Confident Into Leadership, was man so annehmen kann. Okay, das ist meins und es ist voll super, weil die Ergebnisse sprechen ja auch für mich und für meinen Führungsstil. Mega genial, dass du dir das so mitgenommen hast. Wie war denn so der Kurs für dich? Jetzt hast du auch schon gesagt, okay, ja, das ist das zweite gewesen, was wir gemacht haben. Wie hast du die Gruppencoachings empfunden, den Online-Kurs, die Buddies? Wie war das für dich? Was ich sehr gern gemacht hat oder was mir sehr gut gefallen hat, war die Abwechslung. Mhm. Es war kein, du redest 2 Stunden und wir hören zu und dann so nach 10 Minuten nickt man weg, sondern wir mussten total interaktiv mitmachen. Es gab kaum 10 Minuten, wo man nicht irgendwas zu tun hatte. Stimmt. Aber es hat sich auch so eine Dynamik entwickelt in der Gruppe. Es hat so, war so angenehm und wir, was mich überrascht hat, und vielleicht ist es, weil es nur ein Frauenkurs war, ich war noch nie in einem Seminar, wo ich so offen und so ehrlich arbeiten konnte. Ja. Also wir haben wirklich auch über Ängste gesprochen, über Sorgen. Mache ich das richtig? Habe ich das richtig erwähnt? Habe ich das richtig gesagt? Also das will ich nie in einem anderen Seminar auch nur denken. Und das war das Allerschönste, dass man so offen sein hat können und das mit der Gruppe teilen hat können. Und oft kamen dann Punkte, wo man gesagt hat, hey, denen geht es ja genauso. Es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Total angenehm und gleichzeitig aber die Einzelcoachings. Also wie ich dann den Einzeltermin mit dir hatte und du bist sowieso so 100% Motivatorin. Also ich weiß nicht, ich könnte einen Sonntag um 10 Uhr im Bett liegen, wenn ich dich anrufe, dann springe ich in 2 Minuten auf und bin voll motiviert, einen Marathon zu machen. Ja, das ist lieb. Dabei ist es eigentlich nur die Aktivierung von deiner eigenen Motivation. Ja. Ja, also rauszufinden, was ein Mensch wirklich haben möchte, das ist die Aufgabe vom Coach und ihn dann dorthin zu bringen. Und das war sehr leicht bei dir, Stefanie. Einfach zu hinterfragen auch, okay, ist das jetzt wirklich das, was du möchtest? Ja? Ist es nicht was anderes? Und ich glaube, das spüre ich einfach sehr als Coach. Das ist eine meiner Eigenschaften, die ich habe. Einfach zu spüren, ist das richtig für einen Menschen oder nicht? Also schön, dass das auch angekommen ist bei dir. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist wirklich super wertvoll in Confident Into Leadership. Die Gruppe, die man hat, mit der man einfach Dinge auch reflektieren und besprechen kann und wo sich einfach so schnell auch herausbildet, hey, wir dürfen hier offen sein, das ist der Rahmen dafür und ich darf auch verletzlich sein, was vielleicht in anderen Bereichen gar nicht möglich ist. Ja, genau, das ist mir auch so vorkommen, ja. Also schön, das heißt, es war eine abwechslungsreiche Zeit, die Gruppencoachings. Ja, also ich habe mich, anfangs war immer Donnerstag so, was kommt auf mich zu, oje, ich habe die Hausaufgaben gar nicht gemacht. Naja, ob sie es merken wird, ja, sie hat es immer gemerkt. Aber dann ab dem 3. mache ich mich immer schon gefreut, weil man dann wissen will, hat die eine diese Bewerbung gemacht? Und was ist mit der anderen geworden? Also man fiebert ja mit den anderen so mit und dann habe ich mich immer schon gefreut auf nächsten Donnerstag, was ist da weitergegangen, wie ist das ausgegangen? Und, ja. Eine Teilnehmerin bei euch hat so lieb gesagt, das ist wie eine Netflix-Serie. Man fiebert immer schon auf die nächste Folge hin und man will immer weitermachen. Und wenn persönliches Wachstum das ist und so viel Freude macht, ich glaube, dann haben wir einen guten Job gemeinsam gemacht. Ja, genau. Also das ist echt cool. Du hast jetzt schon gesagt, die Hausaufgaben zwischendurch. Wie ist es dir denn so mit dem Online-Kurs gegangen? Also in der allerersten Mail hast du geschrieben, jeden Donnerstag und die Zeit, einmal in der Woche, ich glaube 2-3 Monate lang. Passt, absolut in Ordnung. Mhm. Und dann kam, schaut euch das Video an und da gibt es noch was dazu und da gibt es noch was dazu und hier kann man Aufgaben machen und probiert das aus. Und es war aber so viel Interessantes dabei, dass ich gar nicht die Zeit auch oft gefunden habe, das zu machen. Also man muss sich wirklich auch dahinter setzen, wenn man das wirklich gut nutzen möchte. Es ist zeitintensiv. Ja. Man muss wirklich sich auch Zeit nehmen und das Ausprobieren trauen. Einfach mal trauen auszuprobieren, auch wenn es sich komisch anfühlt im ersten Moment. Oder meinen Mitarbeitern ist das immer gleich aufgefallen. Die sagen dann immer am Freitag, du warst wieder im Kurs, gell? Und ein anderes Wort verwendet. Also, aber
Was ich mir dann als Ziel genommen habe, ist, mir bestimmte Punkte rauszunehmen, die mir wichtig waren, und an denen sehr stark zu arbeiten. Ja, und Fokus zu legen, ja, für einen selber. Also wie du sagst, gerade wenn man schon Erfahrung als Führungskraft hat und man weiß, okay, in dem Thema bin ich sattelfest, dann kann ich mich auf ein anderes Thema nochmal konzentrieren. Und all das, was ich sozusagen, und Confident into Leadership ist halt umfangreich. Ja. Also da ist echt viel Wissen drinnen. Und es ist aber so wie ein Supermarkt designed von mir. Also so habe ich es eigentlich geplant. So, du kannst in diesen Supermarkt reingehen und kannst dir holen, was du möchtest. Und dann fährst du halt auch mit dem raus. Ja. Und wie du sagst, wenn man Zeit investiert, kann man sich einfach extrem viel mitnehmen, auch aus dem Bereich, was Gute ist. Und das höre ich auch immer von Teilnehmerinnen. Sie haben ja den Online-Kurs später auch noch und können dann nachhören Dinge oder nachschauen, Dinge, die sie einfach nochmal mitnehmen möchten, nochmal reflektieren möchten. Ja, wunderbar. Stefanie, du hast es jetzt schon angesprochen, zeitintensiv, ja, also da muss man sich damit beschäftigen. Hat sich's denn gelohnt für dich, dabei zu sein? Ja, total. Also alleine, dass ich jetzt motivierter und anders, aber ich sehe auch Dinge vielleicht anders. Also gerade wo, ich habe mir ja für mich mitgenommen, meine Stärken. Und wenn ich jetzt in einer Werkmeisterrunde sitze, sind 20 Werkmeister, 19 Männer und dann ich. Und dann kriegen wir eine Aufgabe von unseren Referatsleitern. Und dann gehen so 19 Männer hinaus mit, ich mache das so und ich biege mal ab und mache es ganz anders. Ja. Ich nicht so, warum gehe ich in die andere Richtung, sondern ich mache das jetzt so. Ja. Das ist schon richtig. Und alleine das zum Wissen und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, das passt schon so, hat mir viel gebracht. Voll viel Selbstbewusstsein eigentlich, den eigenen Weg zu gehen. Und man sieht dann was rauskommt, ja, und dann kann man lernen und die eigenen Lernzyklen und Kurven auch machen. Ja. Und ich glaube, es braucht Menschen, die andere Wege gehen, weil sonst haben wir immer more of the same. Und das ist genau nicht Diversität in Unternehmen, sondern das Gegenteil, Homogenität. Ja. Ich glaube aber auch, dass das die Gegenüber auch merken. Also mein Chef, glaube ich, merkt das schon sehr stark, dass ich jetzt wieder einen anderen Energielevel habe und mir da gar nicht so viel reingrätschen lasse in dem, was ich mache oder wie ich es mache. Und der hat da schon irgendwie gecheckt, dass da jetzt irgendwas hat. Weil ich kassiere jetzt mehr Arbeit als vorher, muss ich sagen. Okay. Aber ich glaube, der checkt so, hey, die hat jetzt voll Energie und die macht das schon richtig. Hey, da gebe ich die Aufgabe auch noch, weil die packt das jetzt auch noch. Ja, der nutzt das. Weißt du, dass du den Kurs gemacht hast? Ich habe es ihm ganz am Anfang mal gesagt und zwischendurch immer wieder berichtet. Also er weiß es und dass ich immer wieder in Kursen bin, ja, aber den hat er sich jetzt, glaube ich, gemerkt, den hat er gespürt irgendwie. Ja, super. Wem würdest du denn auch die Teilnehmer Confident into Leadership empfehlen, Stefanie? Also wirklich jeden. Ich finde es sehr interessant, wenn man noch nicht Führungskraft ist und das werden möchte, einfach um auch die Angst zu nehmen. Ich kann mich erinnern, wie ich das worden bin und ich das Hearing gehabt habe und dann bin ich doch, wie alt war ich da, keine Ahnung, 28, und dachte, boah, ob ich das wirklich schaffe, ob die Männer auf mich hören, ob ich das hinkriege, ob ich Entscheidungen richtig treffe. Und allein in dem Prozess jemanden zu haben, der einen mitnimmt, finde ich schon sehr wichtig. Ja. Und dann noch einmal, wenn man aber schon mittendrin ist und so langsam schlaff wird oder das einrennt oder so, also ich finde es für jede Stufe wichtig. Und egal, ob es, weiß ich nicht, ein Projektleiter ist oder nur jemand, der nur 2 Leute führt oder jemand, der hunderte Leute hat, ist, glaube ich, für jeden was dabei, wenn man sie für sich einfach sehr gut mitnehmen kann. Super. Bunter Supermarkt, so wie ich sage. Ja. Für jeden ist was dabei. Und ich glaube, auch dieses unterschiedliche Erfahrungslevel, davon profitiert dann auch nochmal jede Gruppe. Ja? Also, dass man auch sich zurückerinnert fühlt an diese Situation, wie du gesagt hast, wie ich da damals im Hearing gesessen bin und auch in diese Mentorinnenrolle eigentlich ein bisschen schlüpfen kann für andere und dann aber wiederum einfach auch frische Impulse kriegt für die eigene Arbeit. Ja? Diesen Elan vielleicht nochmal mitnehmen kann von dem frischen Blut, sage ich jetzt einmal, das nachkommt und die das jetzt einfach umsetzen wollen und tun wollen. Cool. Stefanie, ich freue mich sehr, dass du mir ein Feedback gegeben hast über deine Teilnahme. Es freut mich noch mehr, dass du jetzt so viel Spaß und Power hast, weil da bin ich noch ganz gespannt, was in deiner Karriere als nächstes kommt mit dieser Energie. Ja, ich bin auch gespannt. Herzlichen Dank für deine Stimme auf jeden Fall. Ja, bitteschön. Danke dir.